Sie genießen zum Feierabend gern ein Bier oder stoßen bei Feierlichkeiten mit einem Sekt an. Hin und wieder trinkt jeder gern ein Glas Alkohol. Doch was, wenn der Alkoholkonsum zunimmt und immer häufiger zur Flasche gegriffen wird? Da Alkohol jederzeit verfügbar und gesellschaftlich akzeptiert ist, verschwimmen die Grenzen zwischen normalem und krankhaftem Konsum zusehends. Menschen, die unter einer Alkoholsucht leiden, trinken häufig, um sich zu belohnen, um Stress abzubauen oder unangenehme Gefühle zu verdrängen. Diese Wirkung lässt mit der Zeit nach, weshalb Alkoholsüchtige die Dosis immer weiter erhöhen müssen. Andere Lebensbereiche wie Arbeit, Familie oder Freunde werden dem Verlangen nach Alkohol zunehmend untergeordnet. Das kann auf lange Sicht in die soziale Isolation führen. Zudem sind die gesundheitlichen Schäden einer Alkoholsucht enorm. Wenn Sie merken, dass Sie keine Kontrolle über Ihren Alkoholkonsum haben, wenn Sie beispielsweise täglich trinken und keinen Tag mehr auslassen können, dann holen Sie sich rechtzeitig Hilfe und informieren Sie sich bei Ihrem Hausarzt, einer Suchtberatungsstelle oder einer Selbsthilfegruppe. Psychische Krankheiten entwickeln sich oft schleichend. Doch je früher die richtige Therapie einsetzt, umso schneller sind Erfolge spürbar. Ignorieren Sie die Anzeichen nicht und informieren Sie sich. Bezirkskliniken Mittelfranken. Wo ist die Grenze? .de